Hallo, 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 bei diesem wundervollen Frühlingstag. Hier ist wieder die Iris Riedel von Unique by Iris. Es gibt heute nur ein ganz winziges, kleines, kurzes Video mit dem Foundation Stick. Da ist ja mal Krankheit dazwischen gekommen und nie Zeit gehabt. Und heute gibt es auch kein Selfie, weil ich heute wieder zu meinem Betreuungsnachmittag gehe mit der alten Menschen. Und da schminke ich mich nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch geht es alle gut. Hier weg. Jetzt zeige ich euch heute mal die Stick Foundation. Jetzt sind meine Haare etwas wild. Egal. So wie ich halt. So. Die Stick Foundation. Ach, das zeige ich euch, wenn ich den Primer drauf gemacht habe. Primer, ganz wichtig, ganz wichtig. 5 Minuten Eiwirke, das wird also wie gesagt ein kleines, kurzes. Na, kommt jetzt vor lauter Nervosität nichts raus. Volle Tube. Schon mal ist. Primer ist sehr wichtig. Heute schminke ich mich nämlich auch nicht, aber ich zeige euch die Stick Foundation. Wenn ich noch Primer rauskriege. Letzte Woche war ich krank. Einfach 2 Tage Fieber. Ah, da kommt noch was raus. Aber ohne Husten, Schnupfen, also nicht. Keine Grippe. Das reicht, sieht man. Okay. Ich zeige euch das, weil der Primer muss ja auch einwirken. Wenn jemand zuguckt, möge er gern Hallo sagen. Hier ist mein Spiegel hier unten. Also ihr seht, gesehen, wie viel Primer. Mache ich übrigens auch so hin. Lassen wir dann ein paar Minuten einwirken. So lange zeige ich euch die Stick Foundation. Tolles Tool, hat hier auch so einen Deckel. Ich habe es in Taffeta, das ist eigentlich meine Sommerfarbe. Aber ich finde, kann man jetzt schon gut nehmen. Also dreht man so raus. Und der tolle Kabuki Pinsel von Unique. Also ein super Pinsel. Ihr müsstet gucken, also ich habe auch billigere Kabukis hier. Ihr müsstet, am besten lässt sich es wirklich mit so einem abgeflachten Kabuki-Pinsel auftragen. Der war jetzt ein bisschen teurer, aber er ist ausverkauft. Es gibt ihn nur noch im Flawless for Plus Angebot oder im Pinselset und vielleicht bei Kollektionen noch. So, jetzt haben wir das ein bisschen einwirken lassen. Let's start Make-up, doing Make-up. Also, ich drehe den so raus. Ich könnte auch schon ein bisschen einen Unterschied sehen. Der Primer glättet Falte. Ja, ein paar Minuten haben wir jetzt schon. Okay. Ich trage das jetzt. Aufpasse, nicht zu viel auftragen. Habe ich auch schon gemacht, habe ich ausgesehen wie ein Indianer. So. Überall. Man kann immer nachtragen. Vergesst es nicht. Und nicht ist sehr ergiebig und wenn man zu viel nimmt, ist nicht so toll. Okay, Kabuki-Pinsel. Ihr seht die Striche. Ich sehe das hier ein bisschen. Ist es dunkel? Macht so mit so kreisende Bewegungen. Ich finde ein super Make-up, fühlt sich tierisch leicht an, wie wenn man nichts drauf hätte. Gut, das machen alle Make-ups, alle Make-up von Unique. Aber also, ich finde es wirklich
Concealer mache ich gar nicht drauf. Ich mache manchmal hier Concealer und dann setzt sich das irgendwie unschön in meine Falte ab. Auch hier schön einarbeite. Hals. Jetzt haben wir es gleich. Dann kann man ja immer noch sehen, wo es etwas wenig ist. Mache ich noch ein bisschen drauf. Also super Sache. Gibt es natürlich auch einzeln neues Produkt. Hier erscheint es mir immer heller. Schickt mir ein Herz oder irgendwas oder Kommentar. Schön verteile, seht ihr? Ruckzuck, schon fertig. Kann man das Video beenden. Weil wie gesagt, ich schminke mich heute nicht, weil ich nicht die alte Leutchen verunsichert will. Deswegen gibt es heute kein Selfie. So, fertig. Das war's schon. Ich hoffe, also ich denke, ich habe eure Geduld nicht zu lang strapaziert. So, Brille auf. Das ist also die Stick Foundation. Jetzt habt ihr das mal gesehen. Schnell sein lohnt sich. Sind schon wieder ein paar Farben ausverkauft, aber wird ja aufgefüllt. Also, meine Schönen, meine Lieben, meine Beauties, ich wünsche euch noch einen herrlichen Tag. Ich gehe heute zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Werd auch einen schönen Nachmittag haben. Das gibt einem so viel zurück. Und verabschiede mich jetzt von euch. Hier war die Iris Riegel von Unique bei Iris und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.